Anastasia, Band 4, Schöpfung, Kapitel 29, die Energie der Liebe. Anastasia fuhr fort, die große Energie der Liebe, die Gott für seine Kinder zur Erde gesandt hat, kommt eines Tages zu jedem. Sie kommt, und nicht nur einmal, um den Menschen zu erwärmen und für immer bei ihm zu bleiben. Aber die meisten Menschen geben der Energie der Liebe keine Gelegenheit, bei ihnen zu bleiben. Stell dir zwei junge Menschen vor, die sich eines Tages begegnen und sich ineinander verlieben. Sie wollen sich nie mehr voneinander trennen und bekräftigen ihr Bündnis mit einem amtlichen Dokument und mit einer Trauungszeremonie in Anwesenheit vieler Zeugen. Aber vergebens. Nach einigen Tagen merken sie, dass die Energie der Liebe sie verlassen hat. Und so ergeht es fast allen Menschen. Du hast recht, Anastasia. Es gibt wahnsinnig viele Scheidungen. Die Rate liegt bei ungefähr 70%. Und selbst diejenigen, die sich nicht scheiden lassen, sind oft völlig zerstritten oder haben sich nichts mehr zu sagen. All das ist allgemein bekannt. Doch warum diese Probleme derartige Ausmaße haben, weiß niemand genau. Du hast gesagt, die Liebe hat sie verlassen. Aber warum eigentlich? Man könnte manchmal meinen, sie spiele uns einen üblen Streich. Die Liebe spielt niemandem einen Streich. Wenn es nach ihr ginge, würde sie ewiglich bei jedem Menschen bleiben. Aber der Mensch lebt auf eine Weise, die die Liebe verschreckt. In der Gegenwart destruktiver Energie kann die Liebe keine Inspiration schenken. Die Frucht der Liebe kann es nicht ertragen, wenn das junge Paar sich in seine Wohnung verkriecht, in seine Gruft aus Stein oder Beton. Jeder der beiden geht dann gewöhnlich seiner eigenen Arbeit und seinen eigenen Interessen nach und hat seinen eigenen Bekanntenkreis. Meistens gibt es dann auch schon bald nichts Gemeinsames mehr zu tun, außer die Freuden des Geschlechtslebens zu genießen. Gewöhnlich setzen die beiden nach einer gewissen Zeit ein Kind in die Welt, in eine Welt, in der es kein sauberes Wasser mehr gibt, dafür aber umso mehr Verbrechen, Kriege und Krankheiten. In einer solchen Umgebung wird die Liebe nicht bleiben. Und wenn beide viel Geld haben, oder angenommen, die Eltern schenken dem jungen Paar ein neues Auto und eine größere Wohnung, sagen wir eine 6-Zimmer-Wohnung in einem modernen Wohnhaus mit Wächtern am Eingang. Wenn sie obendrein selbst noch ein dickes Bankkonto haben, würde die Energie der Liebe unter solchen Bedingungen bleiben, könnten die beiden sich dann bis ins hohe Alter leben. In Angst werden sie bis ins hohe Alter leben, ohne Freiheit und ohne Liebe. Und sie werden dabei zusehen, wie um sie herum alles altert und langsam dahinsiecht. Diese Energie der Liebe muss ja ganz schön zimperlich sein, Anastasia. Sie ist weder zimperlich noch eigensinnig. Göttliche Schöpfung ist das, was sie anzieht. Auf immer wird sie den erwärmen, der mit ihr zusammen einen Raum der Liebe zu schaffen gewillt ist. Und in dem Projekt, das du gerade entwirfst, gibt es da auch einen Raum der Liebe? Ja, wo denn? In allem. Der Raum der Liebe wird zuerst für das Paar entstehen, dann für die Kinder. Und die Kinder werden durch drei Seinsebenen eine Verbindung zum gesamten Kosmos haben. Stell dir vor, Wladimir, er und sie machen sich in Liebe daran, unser Projekt zu verwirklichen. Sie pflanzen Kräuter, Bäume und Sträucher an und freuen sich, wenn im Frühling alles erblüht. In ihren Herzen und ringsumher wird Liebe ohne Ende wohnen. Die Blumenpracht wird sie daran erinnern, wie sie gemeinsam gesät und Setzlinge gepflanzt haben. Der Geschmack der Himbeeren wird sie an den Geschmack der Liebe erinnern, wie sie im Herbst gemeinsam die Himbeerzweige berührten. Im schattigen Garten prangen reife Früchte,
Zusammen haben sie diesen Garten bearbeitet, diesen Garten der Liebe. Sie lacht, während sie ihm den Schweiß von der Stirn wischt und seine heißen Lippen küsst. Es geschieht im Leben oft, dass eine Liebe nur einseitig ist. Der oder die andere hält einfach nur aus Gewohnheit oder aus sonstigen Gründen an der Beziehung fest. Sobald sie aber in ihrem gemeinsamen Garten arbeiten, wird die Energie der Liebe auch auf den passiven Partner übergehen und die beiden nie mehr verlassen. Dieser Lebensstil wird eine Atmosphäre erzeugen, in der man selbst lieben und auch den Kindern einen Raum der Liebe schenken kann. Die Erziehung der Kinder wird in einer Weise vonstatten gehen, dass man sagen kann, sie wachsen in Gemeinschaft mit Gott auf. Anastasia, erzähle mir ausführlicher von der Erziehung der Kinder. Viele Leser fragen danach. Wenn du selber schon kein System hast, dann kannst du mir ja wenigstens sagen, welches der existierenden Systeme das beste ist. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Kapitel 29.